Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn es sich um die Zukunft handelt. Richtig. Wir sind dabei, uns durchzumogeln, durchzumuddeln. Moment mal, aus Muddeln ist Mogeln geworden. Ja. Ja, muddling through bedeutet auch, dass man nicht alle Regierungsabkommen einhält und bedeutet auch, dass man international ratifizierte Verträge verletzt. Das ist zwangsläufig. Es gibt dafür Beispiele innerhalb Deutschlands. In einer großen Krise guckt man nicht auf die Verfassung. Ich bin, weiß Gott, ein Anhänger des Rechtsstaats. Aber zum Beispiel während der Hamburger Flutkatastrophe haben wir nicht in die Verfassung geguckt. Und so ist das in einer Geldkrise genauso. Und so ist das in einer Rezession auch so. Keine Revolution richtet sich nach der Verfassung. Wir sind im Vorabend der Möglichkeit einer Revolution in Europa. Was meinen Sie mit Revolution? Das weiß ich selber nicht. Na ja, gut, als Mitglied der Bundesregierung kann ich nicht so reden über Rechtseinhalten von Verträgen und Grenzen der Verfassung. Wenn unvorhergesehene Situationen eintreten, dann kann man in der Tat auch, dann gibt es ja auch, das kann auch, ich muss ja wieder am Montag muss ich mit Herrn Voskuhle beim Europäischen Gerichtshof diskutieren, weil wenn der liest, was ich hier sage, also ich bin schon vorsichtig, nicht? So, jetzt. Aber ich dachte, Sie würden Helmut Schmidt vehement widersprechen, als er über Verfassungsflexibilisierung und so. Nein, ich sage ja gerade, wir versuchen ja, das ist ja die Aufgabe, die im Rahmen der gegebenen Rechtsordnung die Probleme zu lösen. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann kommen Revolutionen zustande. Er hat gerade gesagt, er fürchtet, dass eine Revolution käme. Und das ist der Fall, wo dann die Rechtsordnung nicht mehr ausreicht. Deswegen müssen wir aber gelegentlich Vorschläge machen, wie wir die Rechtsordnung anpassen. Oh. Einschließlich unserer nationalen Verfassung, unseres Grundgesetzes. Ja, natürlich. Wenn die Grenzen, darüber haben wir ja oft diskutiert. Die Bevölkerung ist nicht unser Problem. Das Problem, das ist in der Demokratie nie so. Was? Nein. Möglicherweise kommen wir auch an Grenzen, wo dann unser Grundgesetz angepasst werden muss an diese europäische Entwicklung, obwohl wir im Grundgesetz 1949 schon formuliert haben, als Ziel, in der Präambel des Grundgesetzes steht es ja, das deutsche Volk vom Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Also damals haben die noch ein bisschen mehr gewusst. Im 21. Jahrhundert brauchen wir andere Formen von Global Governance. Global. Auch Global Governance. Gucken Sie sich auch das Internet an. Fangen wir erst mit der Revolution an. Dann ist eh. Ja. Also Helmut Schmidt, Helmut Schmidt uns, muss die Revolution Helmut machen. Schmidt ist bei uns in der Zeitredaktion für Revolution zuständig. Ich bin nicht für die Revolution zuständig. Aber ich spüre die Möglichkeit von revolutionären Veränderungen auf der Welt. Die Investmentbanken spielen wieder genauso verrückt, wie sie 2007 verrückt gespielt hatten und wie sie 2006 und 2005 verrückt gespielt hatten. Eine der wichtigsten Lehren aus der Krise des Jahres 2008 und 2009 ist bisher nicht gezogen worden. Und damit sind Sie beim Euro. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir länger arbeiten. Und das ist ein Teil dieser quasi revolutionären Situation, in der sich die Völker befinden. Es fällt auch den Franzosen außerordentlich schwer, von der 35-Stunden-Woche wegzugehen. Vielleicht ein bisschen weniger hart arbeiten und jedenfalls sich bewusst sein, dass ein Exportüberschuss von 5% des Sozialprodukts ein Verstoß ist gegen die Vernunft.
Viele Fehler addieren sich zu einem Plus. Letzten Endes. Viele Fehler addieren sich zu einem Plus? Zum Schluss zu einem Plus. Ja, habe ich gesagt, meine ich auch. Ja. Meine ich auch. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir hier allesamt in Pessimismus eingehen. Okay. Überhaupt keinen Grund. Meine Damen und Herren, ich habe gerade noch was über Mathematik gelernt. Viele Fehler addieren sich zu einem Plus. Ein brillantes Schlusswort von Helmut Schmidt. Brillante Veranstaltung von den beiden. Und Sie verdienen, wie Sie mir sicherlich nicht übel nehmen werden, eine laute Runde Applaus.